Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Thronebreaker The Witcher Tales. Beim letzten Mal haben wir tatsächlich, sind wir weiter durch den Moderwald gekommen und haben tatsächlich ein paar Nilfgaarder rekrutiert. Meine Herren, Skoyatel haben einen Baum gefällt und auf die Straße stürzen lassen. Wir könnten ihn wegschaffen, aber das braucht Zeit und jede Sekunde in diesem götterverlassenen Wald macht sich bei unseren Soldaten bemerkbar. Also genauer Soldaten aus Geso. Ah, verdammt, und ich habe meine Moral gerade wieder gesenkt, aber ich wollte hier hinter, weil hier hinten ist auf jeden Fall eine Truhe, das weiß ich, genau. Die hatten wir nämlich schon von der anderen Seite gesehen. Und die will ich natürlich nach Möglichkeit mitnehmen. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, hier gab es ein, ich kann schon wieder was ausbauen, hier gab es ein Dorf ganz in der Nähe und das wollen wir uns natürlich nach Möglichkeit mal angucken. Warte, das ist nicht der richtige Ort. Hier. Messezelt, nee, das interessiert mich gerade nicht. Verringert die Rekrutierungskosten, wäre zwar wichtig. Aber wie viel brauche ich denn für 5000? 4000? Alter, ist das teuer. Das ist aber krass. Naja gut, bringt einem halt ganz schön neue Rekruten auch nach, nach Möglichkeit. Ne? Von daher passt das auch, dass das natürlich ein bisschen teurer ist. Vielleicht gibt es hier aber irgendwo noch einen Schrein, an dem wir vielleicht beten können. Was ist das denn? Seht, Herren, ein Rabe. Etwas ist an seiner Kralle festgebunden. Vielleicht eine Nachricht an unseren Feind. Lohnt sich bestimmt, einen Blick darauf zu werfen. Ach, eine Schatzkarte. Okay. Haben wir eigentlich... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Haben wir noch Schatzkarten? Wir haben die Karte des Raben. Okay. Dann gucken wir mal. Ich weiß, es gibt hier einen ganz kleinen, fiesen Eingang, den man kaum richtig sieht. Hier führt so ein ganz leichter Weg entlang. Den sieht man sau schlecht, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist nämlich gleich auch der Ort, genau, wo wir graben können. Da habe ich nämlich ewig gesucht, bis ich den gefunden habe, ey. Das war... ist krass versteckt, muss ich mal sagen. Auch wenn man den Weg sieht. Der Wildhüter ist gerade nicht da. Ist das eine Anspielung auf Harry Potter oder was? Vorsicht vor der Akromantula. Ja, das ist eindeutig eine Anspielung auf Harry Potter. Kürbisernte dieses Jahr. Der Wildhüter ist... Ja, Hagrids Hütte. Gut. Ich sage, es gibt Haufen Easter Eggs in dem Spiel. Ich meine, man muss dann selbst da sagen, ob man das gut oder schlecht findet, finde ich. Es ist halt so, ich weiß nicht, ich finde immer, gerade bei einem ernsten Spiel, es ist immer so gefährlich, Easter Eggs reinzupacken, weil es halt irgendwo ein bisschen die Immersion kaputt macht. Auf der anderen Seite, ich finde es eigentlich auch immer ganz nett. Es ist immer so ein bisschen so eine gefährliche Sache, finde ich. So ein zweischneidiges Schwert halt. Am Rande des Moderwalds lag das Dörfchen Krummhorn, umgeben von hohen Palisaden. Die Dörfler trugen provisorische Waffen, Flegel, Äxte, mit Nägeln bespickte Bretter. Es war offenbar nicht einfach, mit den Skoyatel benachbart zu sein. Als ihre Männer rasteten, trat Mewe auf zwei Dörfler zu. Sie senkten respektvoll die Köpfe und fummelten nervös an ihren Hemdsäumen. Herrin, die Elfen treffen sich nachts im Wald mit Händlern. Sie kaufen Schwerter, Kräuter. Aha. Ryla hatte dies mit angehört und sie verzog hasserfüllt das Gesicht. Hafkas, übler Abschaum. Gegen Geld helfen sie Mördern. Bitte, Herrin, wir müssen sie aufspüren und bestrafen. Redet, wo finden die Treffen statt? Die Bauern sahen sich an, kratzten sich am Kopf, bohrten die Zehen in den Sand. Dann platzte der eine heraus. Ich kann es euch sagen, Herren, aber nur gegen Gold. Naja, gut. Gut, wir könnten die Informationen auch erzwingen, aber das bisschen Gold... Ich glaube, wir nehmen es mal, komm. Nicht, dass der am Ende noch irgendwie die Hafkas warnt, wenn wir die Informationen erzwingen. Ne? Wer weiß, wie gut die vielleicht... Weil Hafkas sind ja theoretisch auch durchaus Menschen, die halt Waffen an die Skoyatel verkaufen. Das müssen ja nicht zwingend Elfen sein. Nicht, dass der die am Ende noch warnt. Deswegen bezahlbar. Ich sehe, du bist geschäftstüchtig. Gut, deine Gebühr. Mewe nahm einige Münzen aus dem Beutel und warf sie zu Boden. Die Bauern stürzten sich darauf. Sie bemerkten die verachtungsvollen Blicke der königlichen Soldaten nicht. Die Hafkas bringen die Sachen in eine Fischerhütte im Norden. Die Eichhörnchen holen sie beim ersten Hahnenschrei. Die Königin befahl ihren Männern, sich kampfbereit zu machen. Die schwarze Ryla saß auf einem Baumstamm und schärfte ihr Schwert. Das Schleifgeräusch klang wie ein finsteres Versprechen. Ja, ich glaube, die... Ja, wir wissen ja, die schwarze Ryla, ne, die ist Anderlingen jetzt nicht ganz so... steht Anderlingen jetzt nicht ganz so positiv gegenüber, um es mal freundlich auszudrücken.
Aber ich denke, es ist auch ganz wichtig. Ich meine, wir wurden so oft von Scoia'tael hier überfallen. Da sollten wir auch den Handel von Waffen an diese nach Möglichkeit unterbinden. Vor allem, weil, wie gesagt, die Scoia'tael ja auch mit Nilfgaard zusammenarbeiten. Schwächen wir die Scoia'tael, schwächen wir Nilfgaard. Was war das denn? Herrin, wir fanden unten menschliche Überreste, leider in einem grässlichen Zustand. Wie es scheint, haben ihn die Soldaten mit Hundeschmalz eingeschmiert, gefesselt und dann bei einem Neckarnest liegen gelassen. Die Elfen sollen ihre Gefangenen des Öfteren auf solch grausame Weise hinrichten, was er ihnen wohl gestohlen hat. Ach, guck mal, wir haben ja Ike dabei. Ich will sicher gehen. Ike soll soll die Monster verscheuchen und den Toten durchsuchen. Alles klar, eine Schatzkarte wieder. Eine weitere Schatzkarte. Die Rabenschatzkarte haben wir. Okay, irgendwo, wo ein krummer Weg ist, gucken wir mal. Mit einem Stein. Gucken wir mal. Kann natürlich auch, wenn die von dem Händler ist, da sind die Hafkars ein bisschen entfernter sein. Mewe erreichte die Hütte, die den Informationen der Dorfbewohner zufolge der Treffpunkt von Scoia'tael und Hafkars war. Zwischen den Bäumen loderten Fackeln. Leise Stimmen waren zu hören. Majestät, flüsterte Ryla. Wir haben sie in der Hand. Handeln wir, bevor sich die Elfen in den Wald zurückziehen. Ja gut, ich meine, ich habe jetzt kein Geld ausgegeben für eine Information, um die dann ziehen zu lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, von daher... Keine Sorge, Ryla. Die Königin klopfte ihr auf den Rücken. Diese Chance verpassen wir nicht. Angriff! Die Lyrier stürmten aus dem Wald und stürzten sich auf die nichtsahnenden Elfen und Händler. Nur wenige Augenblicke später erhob sich Kampflärm. Wer weiß, vielleicht finden wir ja auch einen Gefangenen bei den Hafkars. Gut. Schwer zu sagen, wer die Hafkars mehr verachtete. Menschen, deren Regeln sie durch Handel mit den Scoia'tael brachen, oder die Elfenkrieger selbst, die sie als ehrlose Verräter betrachteten. Die Hafkars machten sich jedoch nichts daraus. Solange es sich lohnte, falschten sie mit jedem. Ah, so ist das halt. Aber wie gesagt, ne, Krieg kann, hilft vor allem den Waffenhändlern. Und die verkaufen halt einfach schön an beide Seiten. So, gucken wir mal ganz kurz. Da liegt einer der Hafkar. Transport. Wann immer eine Einheit aus dem Deck herbeigerufen wird, gib ihr 3 Rüstung und gib dieser Einheit eine Ladung. Sammelt diese Einheit 3 Ladungen, generiere einen zufällig gewählten Schatz auf deiner Hand und setze die Ladung dann auf 0. Den sollte ich nach Möglichkeit loswerden. Ich habe auch schon die Wagenburg dafür, das ist perfekt. Das passt mir schon mal ganz gut. Wir haben den Grauen Reiter, das passt mir auch sehr gut. Wir haben noch einen zweiten Grauen Reiter, das passt mir sogar noch besser, wenn ich ehrlich bin. Könnte aber knapp werden, die alle zu erledigen, glaube ich. Wir probieren es mal. Ich glaube, die zu erledigen wird schwer. Okay, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal direkt mit der Wagenburg an. Und fangen mit Mewes Fähigkeit an. Weil es, glaube ich, gar nicht so clever war. Ich hätte erst... Oder verzieh dich. Ich hätte erst die Grauen Reiter spielen sollen. Na gut, er muss das ja auch erst verstärken, indem er die... Kommen wir ins Geschäft. Indem er was aus dem Deck ruft, dafür nimmt er die halt. Das heißt, wenn ich da ein bisschen aufpasse, kann ich da auch schon viel mitmachen. Wie befohlen. Wenn ich verhindere, dass er viel aus dem Deck rufen kann. Ja, so viel dazu. Alien! Das war Nummer 1 dann schon mal. Was? Okay, dann würde ich mal sagen, ich brauche keine Waffe! So, perfekt. Jetzt ruft er noch eine Einheit aus dem Deck. Jetzt wird's langsam gefährlich. Ich werde nicht versagen. Der greift natürlich die Einheit jetzt an. Okay, dann würde ich mal sagen. Zack. Glaub mir, du 1, 2, 3. Alles schön da oben reinsetzen. Okay, kommen 4 Punkte. Zack. Damit kann ich schon mal einige ausschalten. Einige gefährliche. Wäre jetzt schön gewesen, wenn ich die dann noch hätte ausschalten können. Aber gut, das kommt dann jetzt gleich. Das, ja, ich würde sagen, das nutzen wir dann jetzt auch aus. Das heißt, zack. 1, 2 und 3. Damit ist dann auch gleich der Hafkar tot. Und wir haben die ganzen Probleme. Oder wir haben im Prinzip keine großen Probleme mehr. Jetzt muss ich die zwar noch loswerden, aber hey. Oh, ich habe Mewes Fähigkeit vergessen. Na gut, vielleicht passt die gleich noch ein bisschen besser. Muss ich mal sagen, vielleicht kann ich mit der gleich noch ein bisschen mehr machen, aber ich glaube fast nicht. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Zack. Ich meine, jetzt lohnt es sich vielleicht sogar nochmal, den Renard rauszuholen. Wisst ihr was? Ich töte ihn. Da lohnt es sich jetzt gleich sogar wahrscheinlich nochmal, den Renard rauszuholen, weil ich da ihre Fähigkeit oder die Wagenburg-Fähigkeit nochmal verstärke. Güte. Oder nochmal nutze. Was kann sie denn?
Ah, sie kann heilen, okay. Warum geht er nicht rüber? Soll er nicht normalerweise rüber auf die andere Seite gehen? Naja, gut. So, dann holen wir mal Renard. Wir müssen einander vertrauen. Zack. Zack. Aktivieren sie noch einmal. Holen mal Eik raus. Mach dich bereit, wenn du einen Funken Ehre besitzt. So, dann spielen wir Xavier. Meine Schmerzen dienen einem Ziel. Ja, guckt mal, wie stark Gascon hier wird. Zack, zack. So, Ryla, komm, dann holen wir gleich nochmal hier nochmal Feuer raus. So, und dann kann ich hier auch einmal reinhauen. Dann sind die nämlich auch alle tot. Und was hole ich noch mit Ryla? Ach, ganz ehrlich, zack. Dann mache ich die Elfin tot. Auch wenn sie manchmal sehr frisch zack. Sind. Und zack. So, das nenne ich doch mal eine Kombi hier. Das nenne ich doch mal eine Kombo. Ja gut, die können sich jetzt gegenseitig heilen. Von mir aus. Das bringt ihm jetzt aber auch nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. So, zack. Perfekt, 36 Punkte. Für Gascon. Ach Mist, ja gut. Er hat jetzt ein bisschen was gefuttert. Aber was soll's. Kann man jetzt leider nicht ändern. Hat mich ein paar Punkte gekostet. 16 Punkte, um genau zu sein. Aber ich glaube, es macht keinen großen Unterschied. Für den Handel mit Elfen gibt's nur eine Strafe. Wir gewinnen gegen die Hafgas trotzdem. Mewë stellte den Skoyatel in ihren eigenen Wäldern eine Falle. Die umzingelten Elfen kämpften bis zum Ende, da sie den Tod einer Gefangenschaft bei den Menschen vorzogen. Mewë öffnete die Hafgas-Kisten und erblickte eine Menge Werk. Überrascht suchte sie tiefer und fand die eigentlichen Güter darunter versteckt. Bolzen mit vernichtenden Haken, Bärenfallen zum Beinebrechen, Gifte, für die es kein Gegengift gab. Grausame Instrumente, sagte Renard und besah sich den Kisteninhalt. Geschaffen für größte Schmerzen und einen langsamen Tod. Schändlich, mit solchen Waffen zu kämpfen, rief der sonst so stille Eik aus. Gascon hatte solche Skrupel nicht. Er nahm einen der Pfeile und wog ihn neugierig in der Hand. Leichen sind Leichen, wie auch immer es dahin kam. Und mit diesen Wunderdingern könnten meine Männer tolle Sachen machen. Ja, ich sag mal so, ich meine normalerweise, ich finde halt auch diese Waffen, gerade die Pfeile der Hafgas oder die Pfeile der Skoyatel sind ja so, dass sie möglichst große Wunden reißen können. Die sind halt eigentlich wirklich, wie gesagt, nicht sonderlich ehrenvoll, so blöd das klingt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir können nicht ehrenvoll kämpfen. Wir kämpfen gerade schon gegen eine Guerilla-Einheit der Skoyatel oder der Skoyatels, um genauer zu sein. Und wir müssen diese Taktik eventuell später auch anwenden. Und da könnten uns diese Waffen durchaus helfen. Ich glaube, das Problem ist, wir haben halt momentan einfach nicht die... wir haben halt momentan einfach nicht den Luxus, uns zu entscheiden, ob wir ehrenhaft kämpfen wollen oder nicht. Und deswegen denke ich, wir nehmen die Waffen mit. Es wird wahrscheinlich ein paar Leuten nicht gefallen, aber ich bin der Meinung, wie gesagt, für uns momentan ist es wichtiger, dass wir alles nehmen können, was wir kriegen. Das ist, glaube ich, momentan das Wichtigste in unserer Lage, deswegen... Der Zweck heiligt die Mittel, sagte Mewë und nahm eine Waffe aus einer der Kisten. Ihre Soldaten folgten ihrem Beispiel und rüsteten sich mit den Hafgas-Waffen aus. Bald schon würden die Elfen selbst den Schmerz spüren, den sie anderen hatten zufügen wollen. Ah, ein Flegel kriege ich dafür. Ah, es senkt natürlich die Moral, das habe ich mir fast gedacht. Diese Karte wurde dann... Achso, ich dachte, da steht, was die kann. Okay, was kann denn der... Erstmal gucken wir mal hier. Berichte. Hafgas-Korrespondenz. Joel, Eldains Spitzohren haben Folgendes bestellt. 2 Kisten Durchschlagbolzen, 3 Kanister Waffenschierling, 5 Kisten Schlingen und Fallen, eine Bullenpeitsche aus dem feinsten Stahl für Kommandant Spitzohr persönlich. Beiß in jede Münze 2-mal, sie würden nicht zum 1. Mal betrügen. Und halt die Teufel von den Hauptstraßen fern, da trifft man immer noch Eldainsche Patrouillen an. Klaus. Guter Name. So, mal gucken, was der Flegel kann. Was der Flegel für eine Fähigkeit hat. Füge 3 benachbarten gegnerischen Einheiten 3 Schaden zu und verschiebe sie eine Reihe nach hinten. Das ist eigentlich perfekt für unsere Kombination mit Gascon, würde ich mal sagen. Und die kann ich auch öfter anwenden. Da könnte man fast schon wieder überlegen, Loyalkarten jetzt mit reinzunehmen. Ich meine, die Geso-Truppen wären da eine Idee, die ich da mit reinnehmen könnte, weil... Aber ich bin gerade am überlegen, was ich dafür rausnehmen sollte dann, wenn ich die Geso-Truppen reinnehme.
Ich glaube, fast sinnvoll rauszunehmen. Kann ich ihn ausbauen? Mehr Gold. Ja, komm, wir holen uns mal mehr Gold. Das ist ganz sinnvoll. Die Frage ist, ich meine, ich könnte, ich glaube, diese hier mal rausnehmen. Wo sind sie? Die sind zwar ganz gut mit Gascoin-Kombinationen, aber die gefallen mir ehrlich gesagt nicht so. Da nehme ich doch lieber die Geso-Arbalesten rein. Die kommen am Anfang aufs Feld. Das heißt, ich habe am Anfang schon mal 8 Punkte auf dem Feld. Verkleinere mein Deck um 2 automatisch, was auch sehr gut ist. Und kann zusätzlich noch deren Loyalfähigkeiten einsetzen. Jetzt, wo ich wieder eine Mewe-Fähigkeit habe, die deutlich häufiger, sag ich mal, loyal angewandt wird. So blöd das klingt, was ist das denn? Noch eine Falle. Glücklicherweise haben unsere Späher sie entdeckt. Was tun wir jetzt, Majestät? Die Grube überbrücken oder umkehren? Umkehren. Na gut, machen wir sie ganz. Ich meine, wir haben das Holz. Ich glaube, Holz ist gerade das, was wir am wenigsten brauchen. Wir brauchen vor allem Gold. Aber ich glaube, hier waren wir schon mal. An den Ort erinnere ich mich. Hier sind wir, glaube ich, schon mal ganz kurz lang gekommen. So, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz auf die Karte. So, wir können da weiter. Da gehen wir, glaube ich, als nächstes weiter dann. Wir gucken dann erstmal noch ganz kurz hier hoch. Ah, jetzt mit einer verringerten Moral wird natürlich schwer. Elfenkrieger brachen aus dem Wald hervor. Schreie auf den Lippen, die Gesichter in Kriegsbemalung lodernden Hass im Blick. Mewe stand an der Front und kreuzte mit den wilden Partisanen die Klinge. Es folgte ein zähes Ringen, bei dem niemand die Oberhand gewann. Wer würde triumphieren und wessen Leben würde im Schatten der uralten Bäume sein Ende finden? Schon wieder ein verkürzter Kampf. Was ist denn immer mit diesen verkürzten Kämpfen? Ist ja schrecklich, ey. Nee, mal ganz ehrlich, es ist ja echt krass. So. Ja, da sind sie jetzt nämlich automatisch auf dem Feld, das ist gut. Die sind halt jetzt alle um eins geschwächt, das gefällt mir so überhaupt nicht, aber ey, was soll's, das passt schon alles irgendwie. Generell passt mir das alles sehr gut. Ich mache auf jeden Fall auf die hintere Reihe Feuer, so viel weiß ich schon mal. Ich hätte eine Wagenburg noch gebraucht, aber okay. Ich mache auf jeden Fall auf die hintere Reihe Feuer dann. Zerstöre die schwächste gegnerische Mensch. Okay, zerstöre die schwächste gegnerische... Nebel, ja toll. Nochmal, zerstöre die schwächste gegnerische Einheit und füge allen Einheiten in einer Reihe Schaden in Höhe der Stärke dazu vor. Okay, das hat irgendwie nicht so viel geklappt. Aber dann Streunerbomber. Ich brauche keine Waffe. Ich mache auf die hintere Feuer, weil ich mit Mewe die Einheiten in die hintere Reihe schieben kann. Ne Deine bekäme es. Das nutze ich natürlich aus, ne? So, zack. Genug geredet. Zieh deine Waffe. Perfekt. So, weißt du was? Dann nutze ich die Fähigkeit gleich mal. Zack. Zack. Dann ist die schon mal tot und geht mir nicht so mega auf den Sack. Das ist schon mal ganz gut. Ich meine, ich kann ja theoretisch noch eine rausholen gleich. Aber gucken wir mal. So, als erstes hole ich auf jeden Fall mal noch einen grauen Reiter. Wie befohlen. Dann aktivieren wir ihn. Disziplin bringt uns den Sieg. So, und dann holen wir... die Wagenburg. Das passt mir doch schon mal ganz gut, obwohl er wahrscheinlich jetzt die Wagenburg zerstören wird. Hein? Ja, das habe ich mir fast gedacht, das war ein dummer Zug. Das war dann doch irgendwie ein dummer Zug, aber okay. So, dann jetzt ihn. Ran ans Werk. Zack. Sie verstärken. Dann... Ach, weißt du was, dann holen wir natürlich erstmal Ike. Der Unwürdige wird Strafe empfangen. So, und dann holen wir noch... Ach komm, holen wir mal noch so einen. Aber wobei, jetzt mach ich mir wieder hier... Jetzt mach ich mir hier wieder meine eigene Reihe langsam kaputt, aber okay, passt noch. So, und jetzt kann ich nämlich gleich Mewes Fähigkeit sinnvoll anwenden. Toll, jetzt verstärke ich den, vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ah, sehr schön, er hat ihn kaputt gemacht. Oh, perfekt. War fast perfekt. So, Mewes Fähigkeit. Irgendwie spielt er mir zu wenig Einheiten, gerade als dass sich Mewes Fähigkeit wirklich lohnt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber hey. Ich verschieb mal ihn, ich verschieb ihn. Und... Oh, ja, ihn natürlich. Jetzt verstärkt ihr wieder die Karte, das gibt's doch überhaupt nicht. Ich will nicht immer die Karte verstärken. Aber gut, ich meine, es sieht ja von Punkten her schon echt gut aus momentan. Muss man mal ganz klar sagen. Ich glaube... Ah, guck mal.
Da sind doch jetzt mal ein paar Punkte dabei. Diesmal geht er auch wirklich rüber. Siehst du mal. So, dann lohnt sich jetzt die Karte hier aber auch gleich nochmal. 1, 2, 3. Jetzt spielt er wenigstens nochmal Einheiten, dass ich auch Mewes Fähigkeit gleich nochmal einsetzen kann. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Spionage. Oh, okay. Das könnte jetzt so eine Spionageeinheit sein. Da sollte ich lieber sie hier zuerst spielen. Wie kann ich dir helfen? 1, 2, 3. Ich vermute mal, dass es besser war, da zuerst sie zu spielen. Ja, genau. Das ist nämlich genau diese Einheit, die die Einheit schwächt. Hätte ich Gascon gespielt, hätte ich unglaublich viele Punkte verloren. Wobei, so viel hätte ich auch nicht verloren, weil ja, Ike ja dadurch stärker da? Geworden wäre. So, ja, das kannst du machen, mein Freund. Das ist mir aber ehrlich gesagt gar nicht so wild, weil den schiebe ich einfach nach hinten. So, dann spielen wir nochmal Gascon. Geld stinkt nicht, wie sehr die Börse auch müffelt. Perfekt. Und jetzt habe ich gleich noch den lyrischen Merlot. Ja, ich glaube, unser Deck ist gar nicht so schlecht, möchte ich mal meinen. Ich glaube, unser Deck ist gar nicht so schlecht. Nochmal den grauen Reiter richtig stark gemacht. Meine, diesmal haben wir die 200 Punkte nicht ganz erreicht, aber wir hatten ja auch mit einer deutlich... Dies ist Elfenland, Däune. Hier finden solche wie ihr den Tod. Wir hatten ja auch mit einer deutlich geringeren, Truppenstärke begonnen, aufgrund der niedrigen Moral. Das Gute ist halt, dass die Moral danach wieder normal geht. Ellen, meine liebe Tochter, ich flehe dich an, komm wieder heim. In Begleitung der Skoyatel erwartet dich nur der Tod. Tu mir das nicht an. Tu deiner Mutter das nicht an. Wir konnten es nicht ertragen, deinen Bruder in dem Prokom zu verlieren. Bitte, bei allem Heiligen und dem Gedanken an unsere Vorfahren, verlasse den Wald, solange du noch kannst. Wegen? Ach, ich bin echt schlecht bei der Aussprache. Ach, da sitzen die Elfen im Wald. Leider kann man da nichts machen. Ich bin echt schlecht im Aussprechen der älteren Rede, muss ich sagen. Das ist so eine komische... Also ich muss sagen, es ist teilweise echt ein bisschen komisch, die Aussprache der älteren Rede. Deswegen, ja, ist das, denke ich, aber zu verzeihen. So, wir können hier... Ich meine, wir können auch außen rum rennen, aber ich meine, ich glaube, ich brauche eh wieder nur Holz. Eine Fallgrube, was befiehlt ihr, meine Herren? Sollen wir sie überbrücken oder einen anderen Weg finden? Ja, komm, scheiß drauf, ich habe so viel Holz... Nehmen wir die Abkürzung, meine Fresse. Warum auch nicht? Oh, wo kommen wir denn jetzt hin? Da gibt es erstmal noch Holz. Guck mal, da gibt es sogar das Holz, um die Fallgrube zu überbrücken. Eine Höhle, wie es aussieht. Mewe beriet sich gerade mit Gascon, als ein Späher zu ihr trat. Die Blutflecken auf seiner Uniform deuteten darauf hin, dass es dringlich war. Also unterbrach die Königin die Besprechung und hörte sich den Bericht des Spähers an. Herrin, beim Kundschaften stießen wir auf einen Höhleneingang, von ein paar Elfen bewacht. Die hatten wir schnell überwunden. Gascon kratzte sich das Kinn. 10 Novigrader Kronen, dass sich in der Höhle noch mehr Skoyatel verbergen. Wenn wir zuschlagen, bevor sie merken, dass wir ihre Wache beseitigt haben, könnten wir sie überrumpeln. Aber es müsste schnell gehen. Ja, ich würde sagen, wir greifen mal an. Ne? Wie gesagt, alles, was wir vorher erledigen können, könnte eine gute Hilfe sein. Wir handeln. Nimm einige Männer und bereite den Angriff vor. Aber leise. Die Lyrier pirschten sich vorsichtig, ja praktisch geräuschlos, in die Höhle und schafften es, eine Weile unentdeckt zu bleiben. Doch dann kamen zahlreiche Elfenkrieger aus einer Nebenhöhle. Na klasse, das hat ja gut funktioniert. Die Skoyatel kämpften üblicherweise mit Köpfchen. Auf verschlungenen Pfaden führten sie ihre Gegner in die Irre. Doch diesmal nicht. Die Partisanen kämpften mit aller Gewalt gegen Mewes Streitmacht, als wollten sie sie vor allem aus der Höhle treiben. Das war ihr Fehler, denn solcher Widerstand erregte nur Mewes Neugier. Was mochte sich Kostbares in der Höhle verbergen, das so dringend geschützt werden musste? Ach, guck mal, ein Standardkampf. Mensch, haben wir den auch nochmal. Na, dann gucken wir mal. Ah, guck mal, Wagenburgen, das ist doch schon mal eine gute Sache. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Bei einem Standardkampf will ich natürlich Gascon nicht in der ersten Runde verbraten. Ah, ich glaube, das passt erstmal so. Naja, wir hauen auf jeden Fall nicht ab, so viel kann ich dir sagen. So, der Reiter. Und dann spielen wir gleich natürlich die Wagenburg als erstes Mal. Was kann er denn eigentlich? Dies ist Elfenland, Däune. Hier finden solche wie ihr den Tod. War die schon von Anfang an geschwächt gerade? Scheint so. Warum waren die schon? Spiele eine Einheit aus deinem Friedhof aus und halbiere... Ach so. Ach, der hat schon Einheiten. Wieso hat er schon Einheiten auf dem Friedhof?
Nun gut, dann würde ich mal sagen, zack. Und zurücktreiben. Mit dem Flegel. Und schön Gaskong stärker machen. Da sind wir doch schon mal ganz gut dabei. Wir sollten einander helfen. Er hat auch deutlich weniger Karten als ich, merke ich gerade. Das ist ja krass irgendwie. Aber okay. Nehme ich nicht zurück. Da drin muss etwas sehr Wertvolles sein. Ja, gucken wir mal. Würde ich sagen, legen wir mal Feuer in der Höhle. Keine Waffe. Immer eine gute Idee. Wenn ich mal ehrlich bin. Aber ich meine, ich habe ja übelsten Kartenvorsprung schon. Das sollte ich ja gewinnen eigentlich. Oh, Verstärkung. Okay, ich habe nichts gesagt. Der holt eine ganze Menge Heiler einfach aus dem Deck jetzt. Oh, Meritele. Mit denen kann er zumindest was anfangen, das muss ich sagen. Wir sollten einander helfen. Meine Güte. Okay, das war nicht schlecht. Wir werden unsere Stärke beweisen. Und jetzt heilt er die natürlich einfach alle. Ah ja, das waren jetzt Punkte, das gebe ich zu. Das waren jetzt Punkte. Jetzt wäre Mavis Fähigkeit nochmal geil. Ah gut, dann machen wir es erstmal so. 1, 2, 3. Ich schon. Ich meine, er kann sich eh wieder heilen, deswegen ist das jetzt so nur bedingt sinnvoll gerade. Jetzt passt er, das habe ich mir fast gedacht. Okay. Dann würde ich mal sagen, ziehe ich eine wieder hoch und die zwei so. Dann Mavis Fähigkeit. Und dann habe ich natürlich noch seine Fähigkeit hier. Dadurch wird auch gleich die schwarze Reila noch ein bisschen stärker. Gut, und ich gewinne mit einer Karte Vorsprung. Dann brauche ich jetzt auch nicht extra irgendwie noch gucken, dass ich meinen Kartenvorsprung mache. Ich meine, der hat noch nicht mal genug Karten im Deck, um wirklich eine Gefahr zu sein, muss ich mal ehrlich sagen. Wenn ich jetzt passen würde, dann würde er in der letzten Runde nur eine Karte ziehen. Ich glaube, ich kann das gar nicht verlieren, kann das sein. Die sind nicht sonderlich gefährlich, muss ich mal sagen, hier gerade. Die sind echt nicht sonderlich gefährlich. Na dann, Reila, auf geht's. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Ich glaube, wir beenden das einfach in dieser Runde. Er holt halt wieder eine vom Friedhof zurück. Ach, guck mal. Oh, kann man mal machen. So, dann würde ich sagen, erstmal aktivieren. Und natürlich als erstes mal den Reiter. Ja. Wir müssen einander vertrauen. Und dann Wagenburg. Das passt doch schon mal ganz gut. Ja, guckt mal, wie viele Punkte Vorsprung wir schon haben. Ja, er hat meine Wagenburg geblockt, der Wichser. Das gefällt mir natürlich weniger. So, dann würde ich mal sagen, Feuer legen. Komm her, lass uns tanzen. Ich behebe mir mal gerade Mavis Fähigkeit noch auf, weil jetzt wird er hauptsächlich natürlich in die Reihe hier spielen. Deine. Und das werde ich jetzt natürlich gleich ausnutzen. Mit Mavis Fähigkeit. Oh, Meritele. Okay. Ja, von mir aus. Dann ihn hier schon mal gespielt. Keine Angst. Wir werden unser Ziel erreichen. Hier zwei Punkte gegeben. Ike gespielt. Bei Göttern, mein Brustpanzer scheuert. Und wisst ihr was? Ihn hier noch gespielt. Ich kann nicht mehr. Aber ich komme schon echt gut voran. Dann auf jeden Fall schon mal Mavis Fähigkeit aktivieren. Einer geht dabei drauf, zwei werden verschoben. Das macht sowohl Reila als auch Gaskong stärker. Da wird Reila nochmal stärker. Tod den Menschen! Ja gut, der ist jetzt auch nicht so sonderlich gefährlich, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt kann ich hier ein bisschen rumspielen. Zack. Dann spielen wir ihn. Geld stinkt nicht, wie sehr die Börse auch müffelt. Tut's nicht, Gaskong. So, und dann verschieben wir ihn nochmal. Guckt euch das mal an hier. Der hat nicht den Hauch einer Chance gegen uns. Da wird Reila gleich nochmal stärker. Wir werden sehen, wer hier schwach ist. Ach so, ja, da muss ich ein bisschen, den sollte ich vielleicht erledigen da. Wir sollten einander helfen. Guck mal, der ist nicht mehr geblockt, weil die Einheit, die ihn blockt, tot ist. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die wird automatisch die ganze Zeit geblockt. Krass. Okay, würde ich mal sagen, die Heilerin soll sterben. Die geht mir sonst auf den Sack. So, da kann ich die ja sogar noch ein bisschen hier aufpumpen. Damit ich die noch zu einem richtigen, Todesstoß verwenden kann. So, zack, nochmal. 1, 2, 3. Und Todesstoß. Und, ach, wisst ihr was, Todesstoß hier, bam. Da wird Reila nochmal stärker.
Und in der nächsten Runde habe ich noch den lyrischen Merlot, der mir einfach nochmal 43 Punkte bringt. Ja gut, er holt sich halt wieder einen Heiler zurück, klar. Nicht schlecht, aber reicht jetzt auch nicht mal im Ansatz, meine ich, mein Freund, ne? So, dann nochmal 43 Punkte. Und das Ding ist durch. Ich habe wieder die 200 nicht geknackt, aber ich hatte ja diesmal auch nicht nur eine Runde. Gewonnen! Als die Lyrier die Reihen der Elfen durchbrachen, erwartete Mewe, dass diese sich zurückziehen und neu formieren würden. Doch die Skoyatel kämpften bis zum bitteren Ende. Die Königin schloss daraus, dass sie etwas sehr Wertvolles in der Höhle verbargen. Als Mewe die nächste Kammer betrat, schlug ihr der Gestank von Blut, Urin und Eiter entgegen. Ihr wurde klar, dass die Elfen die Höhle als Lazarett nutzten. Die Verwundeten in der Kammer versuchten nicht, sich zu verteidigen, um Gnade zu flehen oder Frieden mit ihren Göttern zu machen. Sie blickten die Lyrier nur ruhig und mit unverhüllter Verachtung an. Oh, Salbe. Gut. Warum ist denn meine Moral jetzt schon wieder runtergegangen? Darf ich das mal wissen? Herrin, flüsterte Reyla. Ihr habt gesehen, was die Skoyatel den Menschen antun. Wir sollten ihnen keine Gnade zeigen. Renard, sonst so ruhig, fiel Reyla ins Wort. Was schlägst du vor? Dass wir die Verwundeten ermorden? Die Kriegerin antwortete leise und deutlich. Ihr geht besser fort und überlasst das mir und meinen Leuten. Ja, und da kommen wir mal wieder zu einer wichtigen Entscheidung. Wir hatten zwar am Anfang gesagt, dass wir natürlich bei Skoyatel keine Gnade zeigen, dennoch ja, hat sich hier ja jetzt doch nochmal ein neues oder eine neue Situation ergeben. Wir haben es hier nur mit Verwundeten zu tun, die uns nicht mal direkt angegriffen haben. Jetzt ist natürlich die Frage, das Problem, was wir haben, ist, Verwundete zu töten ist natürlich auch wieder nicht ehrenhaft, aber das hatten wir in der Folge schon. Die Frage ist, können wir uns Ehre erlauben in der Situation, in der wir gerade sind? Beziehungsweise können wir oder wollen wir uns Ehre erlauben? Wollen wir die Verwundeten, die sich nicht wehren können, einfach töten? Das Problem, was wir haben, ist, wenn wir es nicht tun, könnte es dazu kommen, dass diese Skoyatel uns irgendwann einfach wieder überfallen, nachdem sie tatsächlich genesen sind. Weil wir haben es gerade gehört, die haben immer noch die Verachtung in den Augen. Natürlich wahrscheinlich auch dafür, dass wir ihre Leute gerade in der Höhle getötet haben. Aber die Frage ist natürlich, wenn wir sie jetzt am Leben lassen, könnten sie uns später ein Problem oder für uns später ein Problem werden. Wenn wir sie jetzt natürlich töten, würden wir Unschuldige töten. Und daher ist die Frage, was wollen wir tun? Wollen wir sie töten? Beziehungsweise wollen wir sie mal wieder von Reyla töten lassen? Ich meine, man muss auch immer aufpassen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn wir Reyla zu viel durchlassen, wird sie vielleicht auch ein bisschen sehr aggressiv. Also aggressiv ist ein falscher Begriff. Aber dann kriegt sie vielleicht auch irgendwie den falschen Eindruck. Wir müssen da vielleicht auch aufpassen, dass wir ihr vielleicht einen Riegel vorschieben. Aber gut, das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Frage. Nichtsdestotrotz, die Frage ist, wollen wir Reyla die verwundeten Elfen töten lassen, sie einfach massakrieren oder ja, gehen wir einfach wieder und lassen die Elfen leben, mit der Gefahr, dass sie später einfach wiederkommen und uns überfallen und zu einem riesigen Problem werden. Und das ist eine Entscheidung, die wieder mal ihr treffen dürft. Und wie ihr euch entschieden habt, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Thronebreaker The Witcher Tales. Bis dahin, ciao.